Wir haben letztens gelesen, Parashat Hashavu, Parashat Vayishlach. Am Ende der Parasha, im Kapitel 36, gibt es dort 43 Psukim, 43 Verse, die über Malchut Edom, die über Edom reden. Wer mit wem geheiratet hat, wer wessen Kinder waren. Und am Ende gibt es auch dort die 8 Könige von Edom, die geherrscht haben, bevor es in Israel einen König gab. Pasuk. Ve'ele ha-melachim asher malechu be'eretz Edom lifne meloch melech livne Israel. Das sind die Könige, die im Land Edom geherrscht haben, bevor es in Israel einen König gab. Und da stellt sich die Frage, was interessieren uns diese 8 Könige von Edom? Was interessieren uns diese 43 Psukim, die nur über Edom gesprochen sprechen dort? Wer mit wem geheiratet? Was interessiert es uns? Torah ist ja, Torah Milchon Hora'a, Torah ist ein Lehrbuch. Und die Torah ist sehr sparsam mit den Wörtern. Etwas, was man mit einem Wort schreiben kann, wird nicht zwei Wörter verwendet. Zum Beispiel die ganzen Ilchot Shchita, wie man ein Tier koscher vorbereitet, wie man es schlachtet, von einem Wort. Vesavachta. Vesavachta, so wie ich dir am Berg Sinai beigebracht habe, so sollst du es schlachten und vorbereiten. Ilchot Shabbat. Wir haben 39 Melachot, 39 verschiedene verbotene Tätigkeiten am Schabbat. Von wo wissen wir, dass es 39 Tätigkeiten gibt? Weil es steht geschrieben, was steht da drin geschrieben? Lota sekol melacha, du darfst keine Arbeit verrichten. Von wo wissen wir, dass es diese 39 Tätigkeiten sind und nicht andere? Weil nach dem Aufbau vom Mishkan steht geschrieben, dieser Pasuk, und deswegen, weil es eins in der Reihe geschrieben steht, Gzera Shabbat, deswegen davon lernen wir, dass es 39 Melachot sind. Da, die Torah bringt so etwas Langes, 43 Psukim, nur über die Könige von Edom, das eigentlich offensichtlich uns dann nichts bringt. Sagt der Midrash, Beota Sha'a Shekara Yaakov Le'esav Adoni. Jakob, in dieser Parasha, er bereitet sich vor für die Begegnung, die Wiederbegegnung mit seinem Bruder Esau. Er weiß, Esau will ihn töten. Esau ist böse auf ihn. Er bereitet sich vor mit 3 Sachen. Mit Doron, ein Geschenk, mit einem Gebet und auch für den Krieg. Geschenk, Doron. Mit einem Geschenk. Er hat ihm viele Geschenke vorbereitet. Er hat gebetet und er hat auch aber sich für den Krieg auch vorbereitet. Das heißt, er hat sich auf 3 Ebenen vorbereitet für die Begegnung mit Esau. Und wir nennen es sich einschleimen, ja, aber Jakob hat sich so wie sich eingeschleimt bei Esau. Er hat ihm gesagt, 8-mal hat er ihn genannt, mein Herr. Yavorna Adoni, Lifne Esau. Adoni, mein Herr Esau. Esau, mein Herr, mein Herr. 8-mal hat Jakob Esau als Herrscher, als sein Herr benannt. Deswegen sagt der Midrash, du hast Esav 8-mal mein Herr genannt, deswegen werden von Esav 8 Könige herrschen, bevor deine Kinder die Herrschaft bekommen. Bevor es einen König von Israel geben wird, wird es geben 8 Könige von Esav und erst dann wird man dann deine Kinder herrschen. Talmud Avodah Zarah, Seite 8, steht geschrieben, Yavorna Adoni lifnei Avdo. Jakob bittet um Esav, bitte, komm bitte vor mir, damit ich dir meine Geschenke gebe, die ich dir vorbereitet habe. Yavorna Adoni lifnei Rabo, komm bitte vor. Mein Herr soll kommen vor mir, damit ich ihnen gebe all die Geschenke, die ich ihnen vorbereitet habe. Sagt der Marsha, was bedeutet vor mir? Mein Herr soll vor mir kommen, damit ich ihnen gebe
alle Geschenke, die ich vorbereitet habe. Sagt der Marsha, mit vor mir meint er nicht vor mir, so neben mir, sondern vor mir, zeitlich vor mir. Damit hat er ihm gebetet und gesagt, bitte mein Herr, Sie sollen der Herrscher sein. Zu seinem Bruder sagt er, zu Esau. Jakob sagt zu Esau, du sollst herrschen vor mir. Und erst dann soll ich die Herrschaft bekommen. Unsere Weisen sagen uns, dass hier in diesen 43 Psukim, dass hier in diesen Versen, in diesen 8 Könige, die da geschrieben sind, sind verborgen, ist verborgen, sind die alle Exile, die Jakobs Söhne, Am Israel, die wir durchgehen werden. Es waren 8 Könige, es waren nur 4 Exile. Da drinnen sind verborgen nicht die, wir haben 4 plus ein 5. Exil haben wir gehabt und sind noch immer noch in diesem 4. Exil, wie wir das schon einmal darüber gelernt haben. Aber da in diesen 43 Psukim, in diesen 43 Psukim sind verborgen alle Exile und auch die Erlösung. In diesen Psukim. Alle Exile und die Erlösung, wie wir dort reingekommen sind und auch wie wir davon rauskommen. In diesen Psukim. Wie? Ausgerechnet da. Geben unsere Weisen uns ein Beispiel, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, er gibt ein Beispiel, wenn jemand einen sehr wertvollen Stein hat, den er irgendwo rüberbringen will. Diamant, der ein paar Millionen wert ist. Und er hat kein Brinks, kein Sicherheitsauto, mit dem er fahren kann. Was macht er? Wie kann er das rüberbringen von einem Platz zum anderen, ohne dass man ihn beraubt und dass man ihn tötet? Der eine sagt, schlucken, dann, aber die Diebe kennen schon all diese Sachen. Er versteckt es unter der Kippa, unter dem Hut, da, dort, diese Tasche und unter den Socken. Am besten, sagt der Ramchal, damit du nicht auffällig bist, du hast all deine Sachen, hab mit dir noch ein kleines Plastiksackerl mit Müll, mit einigen Bananenschalen und so weiter. Und in diesem Müllsackerl, den du mit dir trägst, dort versteckt diesen einen Diamanten und auch wenn jemand zu dir kommen wird und dich untersuchen wird und versuchen wird, von dir etwas zu stehlen, er wird nie auf die Idee kommen, um dort in diesen Müllsackerl zu suchen. Sagt der Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dasselbe ist auch da. In der Tora, Gott verbirgt, gibt es viele verborgene Geheimnisse. Und genau dort, wo du nie auf die Idee kommen würdest, vertiefte Geheimnisse zu suchen, genau dort verbirgt dort die vertieftesten Geheimnisse. Wie zum Beispiel da. Oder ein anderes Beispiel im Talmud, bei den Geschichten des Talmuds. Bei den Geschichten des Talmuds, auch dort gibt es viele verschiedene Geschichten über Rabbi Bar Chana und so weiter. Auch da die vertieftesten Geheimnisse, die sind verborgen dort in diesen Abschnitten, wo Geschichten, warum? Weil dort normalerweise Geschichten, wie erzählt man und hört man die Geschichte? Ja, man hört eine Geschichte, es war mal ein Fuchs und dieser Fuchs war mal mit einer. Man nimmt es nicht so ernst, weil man weiß, okay, man will da irgendetwas Ethisches beibringen, aber jetzt irgendwelche vertieften Geheimnisse sind sicher nicht dort. Deswegen sagen unsere Weisen, genau die vertieftesten Geheimnisse sind genau dort, wo du nie im Leben es suchen wirst. Auch da, in diesen Versen sind verborgen alle Exile plus die Erlösung in diesen Versen. Was Ähnliches gibt es auch. Leute fragen sich, warum die Geburt von Mashiach, Geburt von König David, Mashiach Melech Israel, ist auf einer sehr nicht schönen Art und Weise auf die Welt gekommen. Von Anfang bis zum Ende. Wie ist König David auf die Welt gekommen? Ganz am Anfang Lot und seine 2 Töchter. Ammon und Moab. Lot, nachdem Sodom und Amora zerstört wird, er flüchtet mit seinen 2 Töchtern. Am Ende bringt er 2 Kinder von seinen 2 Töchtern. Nun, ist es was Schönes? Sie haben gedacht, die Welt ist ruiniert. Und da kommen Ammon und Moab. Moab, das ist der Ursprung, von wo
Ruta Moabia gekommen ist. Ruta Moabia von der anderen Seite. Von der anderen Seite, das, wenn wir diese Woche lesen, Juda. Juda mit seiner Schwiegertochter Tamar, auch da, er wusste nicht, dass sie dass seine Schwiegertochter ist. Er heiratet sie und bringt Zwillinge wieder, Serach und Peretz. Dass auch da von dem nachher gekommen ist, im Endeffekt, wer ist gekommen? Ishai, Boaz ist von dem gekommen. Und danach auch Boaz. Boaz hat mit Ruth geheiratet. Ruth, die übergetreten ist, aber eine Moabitin, Moment, aber Moabitin darf sie übertreten, darf nicht, war noch nicht ganz fix, ob ja oder nein. Und auch da, er war schon 400 Jahre alt und sie 40 Jahre, auch da nicht eine besonders hübsche Art und Weise, wie man ein Kind auf die Welt bringt. Im Endeffekt, genau von diesem, David der Melech, König David, wie ist er auf die Welt gekommen? Ishai wollte mit seiner Sklavin gemeinsam sein, wollte sie heiraten. Er hatte gesagt, ich will dich heiraten, bereite dich vor. Und sie kommt zu seiner Frau, sagt ihm, du, heute, dein Mann hat das und das gesagt. Sie sagt, kein Problem, ich werde statt dir dort sein. Und er denkt, das ist die Sklavin, im Endeffekt war das seine eigene Frau. Sie ist schwanger und er dachte, von wo kommt das Kind? Auch da, es sind immer solche nicht schöne Atmen, damit der Satan nicht kommt und nicht stört in diesen Sachen. Satan, so eine Art und Weise, von da soll was Heiliges rauskommen. Er lässt ihn rum und mischt sich dort nicht ein. Darum auch da, die verborgenen Sachen sind genau da in diesen Sachen, wo wir denken, Moment, was gibt es da in diesen Fürsten, in diesen Königen von Edom, was geht das uns an? Aber genau da ist es geschrieben und wir beginnen. Wir lesen in der Parasha, wie Jakob sich vorbereitet mit Geschenken, mit Gebete und auch für den Krieg. Doch im Endeffekt, was passiert? Esau sieht vom Weiten Jakob, Esau kommt mit seinen Männern, sieht vom Weiten Jakob, rennt zu ihm hin, Vayarotz Esau likrato, Vayichabekehu, Vayipol al Zavarav, Vayishakehu, Vayipku. Er rennt zu ihm hin und er umarmt ihn nach langer Zeit, wo er ihn nicht gesehen hat. Er fällt auf seinen Hals, Vayipol al Zavarav, Vayishakehu. Und er hat ihn geküsst, Vayivku, und sie haben geweint. Das ist der Vers, der Pasuk in der Tora. Wenn man aufgepasst hat, diejenigen, die aufgerufen wurden, in der Tora über das Wort Vayishakehu, hat ihn geküsst, sind über diesen Wort Punkte. 1, 2, 3, das sind einige Punkte über diesen Wort. Was haben diese Wörter zu deuten? Warum gibt es da Punkte darüber? Rashi erklärt uns noch davor. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Oi, Rabbi Shimon Bar Yochai sagt, Halachai, das ist eine Halacha, ein Gesetz. Halacha ist etwas Unverständliches, aber ein Gesetz. Ob du verstehst oder nicht, das ist das Gesetz. Halachai. Beyadua she'esar sone le'Yakob. Es ist bewusst, eine Halacha, unverständlich, aber es ist bewusst, dass Esar hasst Jakob. Ela, sondern she'nichmeru rachamav be'ota sha'a. Zu dieser Zeit hatte Esar ein bisschen Erbarmen mit seinem Bruder gehabt, hat ihn vermisst und er hat ihn vom ganzen Herzen hat er ihn geküsst. Warum sagt er zuerst so eine Einleitung? Esav hasst Jakob, eine Halacha. Unverständlich, aber das ist Gesetz. Da kannst du nicht, warum darf man nicht über Rot fahren? Weil Gesetz, man darf nicht. Warum? Frag nicht. Auch da, warum hasst Jakob, Esav Jakob? Gibt es keinen Grund. Halacha, das ist Gesetz, da kannst du nichts dagegen tun. Pirkei Rabbi Eliezer, Midrash sagt so, Amar Esav, Eini oreget Jakob, Achi bechitzi u'bekeshet. Esav sagt, ich werde Jakob nicht mit Pfeil und Bogen oder mit einem Speer töten, sondern ich werde zu ihm kommen, ich werde ihn beißen an seinem Hals und ich werde sein ganzes Blut absaugen. Shenema, Vayarot Esav likrato, Vayichabekehu,
Vaipol al tzavara vaishakeu. Und dann sagt der Midrash, al tikre vaishakeu, lies nicht vaishakeu, hat ihm geküsst, ela vaishakehu, hat ihm, vaishakehu hat ihm gebissen. Aber was ist passiert? Gott hat ein Wunder gemacht. Das heißt, in Wirklichkeit, Esav wollte Jakob schon davon nicht. Er kommt wie ein Bruder, wie ein Freund. Achi, komm, mein Bruder, umarme. Und aber eigentlich seine Pläne waren anders. Ich will ihm nicht, ich werde ihm sein ganzes Blut absaugen. Aber Gott hat ein Wunder gemacht, wenn er Asa Zavarosh el Jakob ketzem Hashem, das Hals von Jakob wurde wie ein Marmor. Und die Zähne von Esav, tak, 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 alle sind kaputt geworden und muss er nachher zum Zahnarzt gehen. Darum steht geschrieben, Vayivku, und sie weinte, nicht er weinte, sie weinte. Warum? Der eine weinte wegen seiner Zähne, die kaputt geworden sind. Und Jakob weinte, weil er einen steifen Hals bekommen hat. Ja, konnte nicht bewegen. Oi, sagt der Midrash Rabbah. Vayarotz Esav likrato vayishakehu. Gibt es Punkte darüber, haben wir gesagt. Rabbi Shimon ben Elazar sagt so, überall, wo du siehst Punkte über ein Wort in der Tora, wenn die Punkte mehr sind als die Buchstaben, so lernst du von den Punkten. Wenn die Buchstaben mehr sind als die Punkte, so lernst du von den Buchstaben. Hier aber war es gleich. Da war die Hälfte in diesem Wort, weil ich Shakeo, Hälfte sind mit Punkte, Hälfte sind ohne Punkte. Was ist dann? Was lernst du? Lernst du von den Punkten oder lernst du von den Buchstaben? Sagt er hier zwei Sachen. Erstens sagt er, Rabbi Shimon Bar Yochai sagt, Melamed shenichmeru rachamav beota sha'a. Zu diesem Zeitpunkt hat er Erbarmen gehabt und ist gekommen und wollte ihn umarmen. Das ist, wenn du jetzt nur die Buchstaben davon lernst, die Lehre. Aber sagt ihm nach Arabia, nein, aber gibt's ja halb so viel. Sondern zu dem Zeitpunkt sagt er konnte nicht. Das ist eigentlich die Quelle. Bereshit Rabbah, v'na'asa tzavarosh el Yaakov v'inu shayish, v'kau shenafsho oto rasha. Deswegen, beide haben geweint, er Zähne und er bezüglich dem Hals. Jetzt, was wollte Esav mit dem Hals? Warum Hals? Was ist so besonders am Hals? Es ist nicht einfach Hals, ja, da wollte ich ihn töten, nein. Sondern es gibt noch etwas Vertiefteres am Hals. Und zwar, in zwei Wochen, wenn wir lesen, beim Wochenabschnitt, wie Josef nach langer Zeit seinen Bruder Benjamin wieder trifft. Und was machen sie, wenn sie sich treffen? Geschrieben, Vaipol al Zavare Binyamin Achiv. Und Josef ist gefallen auf die Hälse von seinem Bruder Benjamin. Fragt der Talmud Megillah, Seite 16. Kama Zavarin Avule, wie viele Hälse hatte Benjamin? Und er fiel auf die Hälse von Benjamin. Ein Hals hat Benjamin. Wie viele Hälse? Amar Rabbi Elazar sagt, Josef hat geweint wegen die zwei Tempels, die im Land von Benjamin sein werden und die zerstört werden. Das heißt, bei der Begegnung Josef mit Benjamin, seinem Bruder, er hat geweint auf die Hälse von, welche Hälse? Auf die zwei Tempels, die am Lande von Benjamin sein werden und die nachher zerstört werden. Das heißt, Josef hat schon in Ruach HaKodesh im Vorhinein gesehen, es werden zwei Tempel sein. Und diese zwei Tempel werden im Land von Benjamin sein. Und beide Tempels werden zerstört. Und dann die Weisen fragen, warum? Das heißt, Hals ist der Bet HaMikdash. Warum? Belama nimshal Bet HaMikdash letzavar. Warum wird Bet HaMikdash mit dem Hals verglichen? Es steht geschrieben, Shir HaShirim. Kemigdal David Zavarech, so wie der Turm von Benjamin ist dein Hals. Weil wir haben, jeder von uns hat im Hals alle zwei Röhre. Speiseröhre und Luftröhre. Und das sind diese zwei Röhre, wo unser Leben davon abhängt. Deswegen bei einem Tier, wenn man schlachtet, muss man diese zwei Röhre schneiden.
Leavdil, ja, als Beispiel. Unser Kopf, das ist Gott. Der Körper, das ist ganz Volk Israel. Was verbindet den Körper mit dem Kopf? Das ist dieser Hals, das sind diese zwei Bate Migdash. Diese zwei Tempels, das ist die Verbindung, die verbindet zwischen dem Volk Israel und Gott. Und Esav in dieser Begegnung, er kommt, was viele machen. Er sagt, ich werde ihm abbeißen, sein Blut absaugen. Aber was? Ich will ihm diese Verbindung zwischen dem Volk, zwischen Jakob jetzt, Jakob, das ganze Volk Israel, das ist Jakob. Zwischen dem Volk Israel und Gott will ich diese Verbindung ganz abtrennen, indem ich diesen Beit HaMikdash zerstöre. Ist ihm nicht gelungen, Zähne sind kaputt gegangen, aber am Ende ist es doch gelungen. Am Ende, was ist dann passiert? Den zweiten Tempel, wer hat den zweiten Tempel zerstört? Das waren die Römer, das war Esav. Und diese Zerstörung des Tempels, da beginnt schon damit das erste Exil, der erste Tempel, der zerstört wurde, da beginnt schon der erste Exil von den Babyloniern. Und es wurde schon bei der Welterschaffung, wurde schon das Ganze so einprogrammiert, die ganze Welt, dass das Volk Israel in vier Exile sein muss. Es gibt noch ein fünftes, das in Fragezeichen ist, aber die meisten Lehren, die wir lernen, vier Exile, die sein werden müssen. Und zwar, Bereshit Rabbah ganz am Anfang, wir haben es schon einmal gesagt, ich wiederhole es noch einmal, damit wir das noch gemeinsam das lernen. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Rabbi Shimon ben Lakish hat gelernt das. Ve'aretz haita tohu vavohu. Und die Erde war ein Chaos, ja, aber da. Tohu vavohu v'choshech al pnei tehom. Diese Wörter Tohu vavohu. Tohu ze galut Babel. Das ist schon ein Hinweis für das Exil von Babel, Babylonien. Tohu. Sheneimar, Pasuk in Jeremia. Ra'iti et haaretz ve'hineh tohu. Wo er redet dann über den Exil von Babylonien. Vavohu, Tohu vavohu. Das zweite Wort, vavohu, Zegalut Madai. Das ist das Exil von den Persern. Es steht geschrieben, Vayavhilu et Haman. Den Haman hat man schnell gebracht. Vayavhilu vom Wort vavohu. Vechoshech und Finsternis, so Galut Yavan. Das ist das dritte Exil von den Griechen. Warum? Israel, denn sie hat die Augen von Israel finster gemacht. Denn sie haben gesagt, ihr sollt an den Hörnern euren Stieren schreiben, ich habe keinen Anteil an Gott Israels. Alpenetehom, und das ist Vechoshek und Finsternis, über den Abgrund, Alpenetehom, Tehom, Abgrund. So mamlechet harisha malchut Edom. Das ist das Königreich von Edom. Esav, ja? She'en lahem cheker kmo ha-teom. So wie der Abgrund. Du siehst kein Ende. So ist das Exil von Edom. Veruach Elokim merachefet al pnei ha-mayim. Und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Ze melech ha-mashiach. Das ist der Mashiach. Das heißt, sein muss schon von Anfang der Welterschaffung. Von Anfang der Welterschaffung ist es müssen vier Exile sein. Es gibt noch das fünfte Exil, das haben wir in einem extra Schulgerät darüber. Dieses fünfte Exil ist in Fragezeichen, in dem wir auch schon jetzt in dieser Zeit uns befinden, mitten. Das ist ein viereinhalb Exil. Ja, das ist ja nicht ganz von dem fünften Exil. Es ist nur zusätzlich zu dem vierten, kommt noch etwas dazu. Dann, wir haben auch erzählt über die Prophezeiung, über die Vision von Daniel, Prophet Daniel. Wie er gesehen hat, dass vier Winde kommen vom Meer. Und aus einem Wind kommt nachher das erste Tier, das war ein Löwe mit Flügeln. Das ist symbolisiert Babylonien oder Generali. Ja. Nachher kommt
ein zweites Tier vom Meer raus. Und das ist ein Bär. Ein drittes Tier, und das ist das Bär, das sind die Perser. Dann kommt ein drittes Tier, das ist ein Tiger mit vier Köpfen. Das ist nicht Römer, das sind die Griechen. Und dann in einem extra Pasuk, also diese drei Psukim, Daniel redet in einem Vers. Erzählt es in einem. Dann plötzlich extra Kapitel redet Daniel nach über das eine Viech, irgendein Monster. Er erzählt, es ist so und es ist aus Metall. Und überall, wo es geht, zertrümmert er alles und er Zähne, die alles zerreißen. Und er erzählt über dieses eine Tier und dann es hat sieben Hörner und so weiter und so fort. Das ist Galut Edom, das ist die Römer, das vierte Exil. Das heißt, wir sehen, es wurde schon noch, Daniel war noch vor der Zerstörung des ersten Tempels. Daniel war noch davor, vor dem ersten Exil. Und er noch vor dem ersten Exil, er hat schon den Freunden gesagt, meine Lieben, es werden vier Exile geben, wie wir wissen, Geschichte, dass es schon war. Es werden vier Exile sein. Und diese Exile, das ist so eine gewisse Vorbereitung für das Volk Israel, damit sie vorbereitet sind für die endgültige Erlösung. Das ist ein Muss, es muss sein. Es ist schon gewesen, Gott sei Dank, wir haben es schon fast vorbei. Wir sind schon fast am Ende. Aber Rav Dessler, er erklärt es und sagt es. Warum müssen wir in all diesen Exilen sein? Weil in jedem Exil, dort wo wir uns befinden, gibt es irgendeinen bestimmten Punkt, irgendeine bestimmte Eigenschaft, die wir nur dort vorbereiten und verbessern können. Wie erklärt es? Es gibt einen berühmten Midrash, Midrash Yalkut Shimoni, Ende Parashat Vezot Baracha. Pasuk, Hashem mi Sinai ba, Vezarach mi Seir Lamo, Gott ist gekommen von Sinai und hat gestrahlt von Seir zu denen. Ofer Mi'ar Paran ist gekommen vom Berg Paran, Be'atemerot Kodesh, Be'midosh Lamo. Was ist da passiert? Als Gott die Tora am Israel geben wollte, ist er nicht nur zu Israel gekommen, zu Am Israel, sondern er ist gegangen zu allen Völkern zuerst. Am Anfang ging er zu Esau, hat gefragt, wollt ihr die Tora bekommen? Haben sie gesagt, was steht da geschrieben? Steht geschrieben, Amar Leim Lot Tirzach, du darfst nicht töten. Was? Du darfst nicht töten? Wie werden wir dann die Kreuzzüge machen? Wie werden wir nachher den Holocaust? Nein, nein, Lot Tirzach geht nicht. Wir können es nicht machen. Warum? Amru lefanav ribono shel olam, kol atzman shel otan anashim aviem rotzeh haya. Unser ganzes Ich, unser ganzes Dasein ist das Töten. Warum? Wer war unser Vater? Und über was steht über unseren Vater geschrieben? Esav. Ve'ayadaim yedei Esav. Und die Hände sind die Hände von Esav. Und auch sein Vater, was hat er ihm versprochen? Al charbecha tichye, du sollst, auf dein Schwert sollst du leben. Nein, nein, wir können die Tora nicht annehmen. Es ist gegen unsere Eigenschaft, es ist gegen uns. Ist er gegangen nachher zu Amon. Amar laim ekabrim at der Tora, bekommt, wollt ihr die Tora bekommen? Sagen sie, und was steht da geschrieben? Sagt er, Lotinaf. Ihr dürft kein Inzest machen. Inzest. Amon sind ja von Lot. Lot und seine Töchter. Wir sind so auf die Welt gekommen. Das ist in unserem Blut drin. Geht nicht. Ja, das ist Fritzl. Geht nicht anders. Amrul ribono sholam kol atzma shel rashelaini shenemar vataharena shtepnot lot meavien. Und die zwei Töchter Lots sind schwanger von ihrem Vater geworden. Ist sie gegangen nachher zu Ishmael. Gewalt. Amar nein. Wollt ihr die Tora bekommen? Sagen sie, was steht geschrieben? Steht geschrieben, Lot tignov, du darfst nicht stehlen. Amrul lefanav ribono sholam. Unser Vater, in der Tora selbst geschrieben über Ishmael, Vehuye Pere Adam, und er wird ein wilder Mensch sein, der immer raubt. Das ist die Haupteigenschaft von unserem Vater. Wir können das nicht annehmen.
Und niemand von den Völkern wollte sie annehmen, weil überall bei jedem war irgendein Mangel, der nicht ihnen gepasst hat. Bis nachher an Israel haben gesagt, na, sehen wir nicht mal, wenn es annehmen. Sagt Rav Dessler, jedes Volk hat irgendeine bestimmte Eigenschaft, das besonders bei diesem Volk ausstrahlt, dass sie begabt in dieser Eigenschaft sind. Ja, gibt es. Esav hat seine Gabe, dann Ishmael, Ammon, Moab. Jedes Volk hat seinen bestimmten Punkt, bei dem er Spezialist ist. Und wir kommen zu diesen Exilen, damit wir ausgerechnet diesen einen Punkt, dass dort irgendwo zu verbessern ist, dass wir dorthin kommen und diesen Punkt, diesen Mangel bei uns zuerst verbessern. Da kommen wir zu einem Punkt. Das heißt, wenn wir das richtig verstehen, normalerweise, was passiert bei den meisten Leuten, wenn es irgendwo irgendeinen Mangel gibt? Ich habe schon vorher die Baracha gesagt. Wenn es irgendwo irgendeinen Mangel gibt, kommen alle Professoren, er ist schuld und sie sind schuld. Alles wegen denen und niemals beschuldigt man sich selbst. Aber da sagt uns Rav Dessler, schau, wenn du irgendwo in irgendeinem Exil bist, heißt es, du musst genau diesen einen Mangel bei dir mal verbessern. Deswegen, weitere schon, Gemara Yomah, Seite 9. Das erste Haus, der erste Tempel wurde zerstört wegen drei Sünden. Was waren diese drei Sünden? Götzendienst, Inzest und Blutvergießen. In der Zeit vom ersten Tempel, waren Zadikim. Aber wegen diesen drei Sünden wurde der Tempel zerstört. Nun, wie lange war er zerstört? 70 Jahre. 70 Jahre lang war der erste Tempel zerstört und innerhalb von 70 Jahren hat das Volk Israel diese drei Sünden verbessert. Alles verbessert, die Sünde ist weg, passt schon, Erlösung ist gekommen. Zweiter Tempel wird aufgebaut. Doch der zweite Tempel, er wurde zerstört wegen Sinat Chinam, wegen grundlosem Hass. Grundloser Hass wurde zerstört und wegen dem, dass es ein grundloser Hass ist, wurde es zerstört. Deswegen sind wir jetzt in Galut Edom. Wir sind jetzt im Exil von Esav. Am Anfang, was haben wir gesagt? Was sagt Rabbi Shimon Bar Yochai? Halachai, ein Gesetz, unverständlich. Esav sone le Jakob. Esav hasst Jakob. Wir werden gehasst. Warum Halach Esav sone le Jakob? Wo kommt dieser Hass? Logisch, ich will einmal verstehen. Ich habe versucht, lange Zeit es zu verstehen. Leider, ich habe noch keine Antwort dafür bekommen. Warum werden wir gehasst? Nun, man kann sagen, damals hat man behauptet, wir haben Jesus getötet. Okay, warum? Also wir haben deren Gott getötet. Nun, dann heißt es ist kein Gott, wenn wir ihn getötet haben. Aber nochmals, das war damals, und ob das war oder nicht, eine andere Geschichte. Überhaupt, das von der Kirche selbst, also vom Vatikan selbst, ist gekommen ein offizieller Brief, Dezember 2015, dass die Juden keine Schuld haben an Christi's Tod, keine Schuld haben daran und dass, das war schon eigentlich schon davor, diese Aussage, aber jetzt, Dezember 2015, war noch etwas Zusätzliches, dass es gibt jetzt auch keine Mitzwa für denen, Juden zum Christentum zu bringen. Damals, das war, also ich rede jetzt damals, also vor dem Zweiten Weltkrieg, das war eine gewisse Mitzwa, du sollst die Juden leiden lassen. Warum? Sie müssen wieder gut machen, die Sünde, die sie damals gemacht haben. Das war von denen damals. Aber, okay, das Ganze ist schon vorbei. Ja, aber Tachlis, heutzutage der Hass. Du siehst, gibt es irgendwelche verrückte Chicos demonstrieren. Ja, Israel, und ihr tötet kleine Kinder und so weiter. Welche kleine Kinder hast du gesehen? Habe ich jemanden getötet? Jemand davon, wie hat jemand getötet? Was redest du da? Überhaupt, wenn man ein bisschen logisch, es gibt keinen Grund, keinen normalen, rationalen Grund, gibt es nicht, warum Juden gehasst werden. Gibt es nicht. Ah, ihr seid gescheiter. Was kann ich dafür? Ihr macht immer Geschäfte, alles.
Was soll ich? Was soll ich keine Geschäfte machen? Aber normalen, rationalen gibt es nicht. Wenn du begründe, warum hast du einen Jun? Na, weil ihr tötet Kinder. Aber ich lebe nicht in ich lebe in Wien. Und überhaupt, das hätte jedes Staat, normale Staat, hätte nicht nur das, sondern viel anders reagiert. Wenn du siehst, es kommt irgendein Terrorist, irgendein Feigling, kommt und aus einem Haus dort, von wo Kinder jetzt sind, schießt er Raketen ab und bombardiert Zivilisten, bombardiert und mit Gottes Hilfe, Baruch Hashem, fast keine, aber was soll ich jetzt einfach so sitzen lassen und nichts machen? Nur, die schicken zuerst einmal, bevor sie bombardieren Israel, die schicken zuerst Flyer von Flugzeugen, pass auf, heute um 17 Uhr wird bombardiert bei euch. Deswegen alle Kinder und Frauen weg. Und nachher bombardieren sie dort, von dort, von wo geschossen wird. Und kann man nichts machen. Wenn diese Feiglinge nehmen ihre eigenen Kinder als Schutzschild, da können wir nichts machen. Wir müssen schauen, dass wir unser Leben hat Vorrang, mein Leben hat Vorrang. Ja? Also lassen wir das jetzt. Das ist jetzt Politik, wir wollen nicht in Politik reindringen. Aber Tachlis, einen Grund gibt es nicht. Such einen Grund, du findest keinen Grund. Es sind nur verschiedene Ausreden, aber keine Gründe. Ihr macht das, ihr macht das, es sind nur Ausreden, aber keine Gründe. Und diese Galut, oi, sagt der Ramban, als Rivka schwanger war und die zwei Kinder haben sich gestritten im Bauch, sagt ihr schon Gott in den Prophezeien, Schnee Goim bewitnecht, du hast zwei verschiedene Völker. Und Schnee Umim im Eichiparedo, das sind zwei verschiedene Wege. Und die werden sich hassen, das heißt, dieser Hass ist nicht seit gestern, seit heute. Oho, seit der Geburt, vor der Geburt, seitdem die beiden noch im Bauch waren, Esav und Jakob, Halachai, Esav, Sonele Jakob, Esav hasst Jakob. Steht geschrieben, Rabbi Shimon, Esav hasst Jakob. Halacha, das ist das Unverständliche. Ja, die beiden schon im Bauch haben sich immer gestritten. Schon im Bauch haben sich immer gestritten. Und jetzt. Das heißt, schon seitdem Rivka schwanger war, gab es diesen Hass. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Parashat Beshalach. Dort wird geschrieben, Vayavo Amalek Vayilachem ist im Israel Berfidim. Und Amalek ist gekommen und hat einen Krieg geführt gegen Israel in Refidim. Was war genau mit Amalek? Wer war Amalek? Das war das Enkelkind von Esau. Und zwar als Jakob von Esau flüchtet nach Haran, heiratet dort. Esau schickt seinen Sohn Eliphaz und sagt ihm, geh und töte meinen Bruder Jakob. Eine legitime Bitte, die ein Vater von seinem Sohn bittet. Geh, töte meinen Bruder. Eliphaz geht zu seiner Mutter Timna, geht zu ihr und sagt ihr, Papa hat das, dies und jenes gesagt, ich soll Jakob, seinen Bruder, töten. Sagt ihm, was? Auf gar keinen Fall, mach das nicht. Dein Vater, er hat Angst vor Jakob. Wenn er keine Angst gehabt hätte, hätte er ihn selbst getötet. Aber er hat Angst, weil Jakob sehr stark ist. Und deswegen hat dein Vater dich geschickt. Glaub mir, mach ja nicht den Fehler, töte ihn nicht. Weil er ist sehr stark, er kann dich töten. Kommt Eliphaz zu Jakob, sagt, mein Vater hat gesagt, ich soll dich töten. Und wir wissen, Jakob sagt ihm, nein, ich war ein Rebbe, komm, nimm mein ganzes Geld und ich bin dann arm. Und ein Armer ist, als ob er tot ist. Er nimmt das ganze Geld, kommt zu seinem Vater, sagt, Papa, hier die Kleidung von Jakob. Was Kleidung? Ich wollte eine Leiche sehen. Na, die Kleidung, Amik, Hashuv Kemet, ein Armer ist so ein Toter, deswegen hier, na, aus dem wird nichts, geh auf die Seite. Kommt nachher sein Enkelkind, Amalek. Der Sohn von Eliphaz. Er geht zu Amalek und sagt, Amalek, mein Liebling, mein Bruder Jakob, ich will ihn töten, dein Vater, Versager, hat es nicht geschafft. Ich will, dass du meinen Bruder Jakob tötest und wenn du ihn tötest, alle die ganze Brache, die Erstgeburt, Bechorah, und die Segen,
die werden nachher wieder zu mir kommen und ich werde es dir übergeben. Sagt Esav zu dem Enkelkind, wenn du Jakob tötest, die Segen, die mein Vater ihm gesegnet hat statt mich, wenn er tot ist, kommt es nachher zu mir. Dann bin ich wieder der Erstgeborene, weil es gibt keinen Zweiten. Und das werde ich nachher dir übergeben. Amalek hört sich das Ganze an. Ist interessant. Will sich auf den Weg machen. Und seine Mutter, Timna, das ist seine Oma Timna. Seine Oma Timna fragt ihn, mein Enkelin, wo gehst du hin? Er sagt, ja, ich gehe jetzt Jakob töten. Opa hat gesagt, Brachot, was? Du willst ihn töten? Auf gar keinen Fall. Weißt du, was passiert? Gott hat Abraham versprochen, den ganzen Segen. Den ganzen Brachot hat er versprochen, er wird bekommen. Aber für sein Kind, für seine Nachkommen, die versklavt werden in Ägypten 400 Jahre. Ja. Und jetzt, wenn du jetzt Jakob tötest, bekommst du den Segen, aber auch die Versklavung in Ägypten. Deswegen mach das ja nicht, mein Sohn, das ist gefährlich, tu es nicht. Ah ja, okay, kein Problem, ich werde es nicht machen, aber ich werde warten. Ja, Amalek wartet. Wartet, bis Am Israel in Ägypten ist. Versklavt in Ägypten, Sklaverei ist zu Ende. Am Israel, ein neues Volk, kommt jetzt erschöpft aus der Sklaverei, wird auch von Ägypten rausgeführt. Die ganze Welt zittert, haben Angst. Wir haben gehört über die Wunder, die Gott gemacht hat. Das Meer gespaltet, die 10 Plagen. Rachab hat gesagt, alle Völker zittern vor euch. Kommt plötzlich dieser Chico, Amalek, und vom Weiten. Es war nicht in sein Grenzgebiet. Er hatte nichts mit ihnen gehabt. Trotzdem, grundloser Hass, um ihn zu töten. Großvater hat gesagt, Segen, Schmasegen, aber ist egal, ich töte ihn, ich will erfüllen das, was ich meinem Großvater gesagt habe. Das heißt, jetzt kommt er, obwohl eigentlich nichts mit ihm hat, ein neues Volk, ein Volk, das jetzt erlöst wurde. Er will ihn jetzt töten, führt gegen ihn den Krieg, warum? Einfach so, gibt es keinen Warum, gibt es keinen Grund. Und Jakob Avinu wusste schon, dass er von Esav gehasst wird. Dass Esav ihn vernichten will. Und er sagt, lieber Gott, ich weiß, das wird nicht in Rom enden. Und das wird nicht mit den Kreuzzügen enden. Und nicht mit der Inquisition in Spanien. Und auch nicht mit dem Holocaust. Ich weiß, dass dieser Hass unendlich lang sein wird. Deswegen sagt er, ich zitiere Talmud, der vor ca. 1800 Jahren geschrieben wurde, Megillah, Seite 6, steht geschrieben. Al titen Hashem aver rasha, zemamo al tafek, yarom usela. Sag Gott vor Gott, Ribono shel olam, al titen le'esav rasha ta'avat libo. Gib nicht, gelinge nicht Esav das, was er machen will. Zemamo al tafek, seinen Beißkorb, hol nicht raus. Warum? So Germania shel Edom, das ist Germania shel Edom. Bitte, Jakob Avinu schon damals hat gesehen den Holocaust. So Germania shel Edom, 1800 Jahre Talmud. So Germania shel Edom, she'ilmalein yotzim, macharibim kol ha'olam kulo. Wenn die einmal rausgehen und beginnen, sie können die ganze Welt vernichten. Jakob schon damals. Es wurde zwar im Talmud geschrieben, aber Jakob und noch vorher, Jakob hat gebetet an Gott, Gott bitte, lass ihm nicht gelingen, weil sein Hass ist so stark. Es gibt kein Ende. Nun, wenn wir jetzt wissen, dass wir von Esav grundlos gehasst werden, sagt der Rav Dessler in seinem Buch Michtan Meliyahu, er sagt Folgendes. Wenn wir jetzt in dem Volk sind, wo die Galut, die hauptsächliche Galut ist, der Hass, dass wir von Esav, Sonnen, Jakob, dass wir von Esav gehasst werden, das Ganze hat einen Grund. Hat doch einen Grund, warum wir ausgerechnet da sind. Wenn du siehst, dass Esav Jakob hasst, wenn du siehst, dass die Juden von Esav gehasst werden, heißt es, die Juden hassen sich selbst gegeneinander.
grundlos hassen sich selbst. Aber warum grundlos? Das ist grundlos. Oi, es hat geschrieben über Baal Harbecha Tichye, über Esav. Ja, er soll über seinen Schwert leben. Auf seinem Schwert soll er leben. Aber auch du, mit deiner Zunge, die ist viel schärfer als jedes Schwert. Du gehst und schmeißt Speere und schmeißt Pfeile gegenüber die anderen. Das heißt, wir sehen da, Moment, wir sehen jetzt da eigentlich den Ursprung, den Grund, aber auch die Lösung von dem jetzigen Exil. Das heißt, wenn der Talmud uns sagt, wenn die Weisen uns sagen, Alachai Esav sonele Jakob, wenn das Esav Jakob hasst, sagt Rav Dessler, das kommt nicht umsonst. Das kommt, weil wir selbst uns nicht so besonders mögen. Dass wir selbst schauen, okay, Moment, wir sind zu egoistisch. Ach, schau, dass es nur mir geht mit dem anderen, das ist mir wurscht. Und schau, dass ich meins schaffe, manchmal auch auf Kosten von jemand anderem. Auf jeden Fall, das ist Gott sei Dank die gute Seite. Ja, aber manchmal, ich sage grundloser Hass, warum? Zum Beispiel jemand, ein anderer Jude, sagen wir, gibt sowas nicht, aber nehmen wir an, hat dir irgendwas Böses angestellt. Und du bist böse auf ihn. An und für sich, du hast dann einen Grund, ihn zu hassen. Ja? Er hat mir was Schlechtes getan. Er hat mich in ein Geschäft reingelegt. Oder er hat mir irgendwas Böses getan. Wenn wir so oberflächlich sind, du hast einen Grund, aber auch das ist kein Grund. Warum? Weil wenn du jemand bist, der gläubig ist, der glaubt an Gott und weiß, dass wenn etwas passiert, gibt es nicht umsonst, es muss einen Grund dafür geben, dann habe ich keinen Grund, ihn zu hassen. Warum? Gott hat ihn geschickt, um mir diesen Leid zu geben. Das heißt, den Leid musste ich haben. Er ist nur der Bote Gottes, um mir diesen Leid zu bringen. Habe ich jetzt einen Grund, ihn zu hassen? Nein. Aber ich habe einen Verlust gehabt. Nicht er ist schuld an deinem Verlust. Verlust, dann solltest du so oder so bekommen. Er ist derjenige, durch ihn ist dieser Verlust gekommen. Das heißt, es gibt keinen Grund zu hassen. Und wir gehen jetzt eine Stufe weiter. Wir haben in der Haftara gelesen, der Prophet Obadja, Veya Bet Jakob Esh, Zukunft, was passieren wird. Jakob, Bet Jakob, das Haus Jakobs wird sein Feuer. Ubet Yosef lehava, und das Haus Josefs wird sein eine Flamme. Ubet Esav lekash, und das Haus Esavs wird sein als Stroh. Was passiert Stroh, wenn du es in eine große Flamme reinbringst? Größere Flamme, aber Stroh wird aufgelöst, bleibt nichts übrig. Vachalum velo yesarid lebet Esav, und es bleibt nichts übrig dem Hause Esavs. Ki Hashem diber, denn das hat Gott versprochen. Dann, warum brauchen wir da Bet Jakob und Bet Yosef, das Haus Jakobs und das Haus Josefs? Warum wird da Josef irgendwie abgesondert von allen anderen Stämmen? Josef, und wir haben auch den Midrash gelesen, als Josef auf die Welt gekommen ist, sagt Jakob, Moment, jetzt ist gekommen Josef, das ist Satanoshel Esav, das ist der Satan von Esav. Und jetzt kann ich meinen Schwiegervater verlassen, Lavan, und ich kehre zurück nach Beersheba. Warum? Bei der Geburt von Josef hat gesehen, das heißt, ich habe jetzt den Gegengift von Esav. Was hat Josef mit Esav zu tun? Warum ausgerechnet Josef? Oi, sagt der Midrash, Josef ist der Satan, ist das Gegenteil von Esav. Wenn die anderen Stämme, Ruben, Shimon, Levi, Am Israel, kommen zu Esav und sagen ihm, Esav, unser lieber Onkel, warum hast du uns? Warum willst du uns töten? Wird er ihnen sagen, ihr redet mit mir? Was habt ihr mit eurem Bruder gemacht? Die 9 Stämme mit Josef? Ihr habt in seine Kleidung ausgezogen, in die Grube geworfen, gesteinigt und verkauft nach Ägypten. Wer wusste nicht? Wenn jetzt Am Israel zu Esav kommen und sagen, wieso tust du uns, hast du was gegen uns? Wird Esav antworten, ihr redet, was haben die Stämme Josef gemacht? Ihren eigenen Bruder. Ihr habt keine Erbarmen mit eurem Bruder gehabt, warum sollte ich mit meinen lieben Neffen Erbarmen haben? Könnte Esav sagen. Euer Gewalt. Aber Josef
wenn Josef zu Esau kommt und Josef sagt ihm, Onkel, was ist? Was hast du gegen uns? Wieso hast du uns? Hat Esau nichts zu sagen. Warum? Wird er sagen, du, auch mich haben meine Brüder gehasst. Sie haben mich ausgezogen, in die Grube geworfen, verkauft als Sklaven. Was habe ich denen, als ich erfahren habe, dass das meine Brüder sind? Wo ich der Herrscher war von Ägypten. Ich habe mich nicht gerecht, obwohl ich den besten Grund gehabt hätte. Ich habe gesagt, das Ganze kommt vom Himmel, Gott hat das Ganze gemacht. Und ganz im Gegenteil, ich habe sie noch ernährt in der Hungersnot. Ich habe noch Essen gegeben. Das heißt, Josef, das ist das Gegenmittel, das Gegengift für Esau. Das ist der Problem mit der Geduld von Josef, oder? Er wusste ja nicht, dass er Er wusste aber jetzt, er weiß schon, in Ruach Gottes, Josef ist gekommen. Das heißt, Josef ist gekommen, jetzt habe ich jemanden, er wusste nicht, dass er verkauft wird. Aber generell, Satan schon es ab. Unsere Weisen jetzt im Nachhinein erklären uns, warum war das jetzt das Gegenmittel gegen Esau. Sehr schön über Josef Azadik. Und jetzt will ich kurz auf die Pesach Haggadah rüberspringen. Pesach Haggadah, wir haben noch keine Krapfen gegessen, schon Pesach Haggadah. Aber was sehr Schönes, was jetzt damit zu tun hat. Ui, 1 Million Euro wert mindestens. Wir, am Ende von der Haggadah Shel Pesach gibt es ein Lied, Chad Gadia, der Samen Abba Betrezuzet, übersetzt ein Zieglein, das unser Vater gekauft hat mit zwei Münzen. Und dann ist gekommen eine Katze und hat diese Ziege gegessen. Ist gekommen der Hund, hat die Katze gegessen. Und nachher ist gekommen der Stock, hat gehauen, das Feuer und so weiter. Und wir wissen, viele Gelehrte erklären dieses Gericht, das ist ein bisschen vertieft, dieses ganze Gericht ist nicht irgend so ein Lied, sondern ein bisschen vertieft und sagen, was ist das? Chad Gadia. Gdi, die Ziege Gdi, ist damit Josef gemeint. Hat eine Ziege, die unser Vater gekauft hat mit zwei Sus. Das ist Josef. Warum Gdi? Gimel Dalet Yud. Wenn wir diese Buchstaben zusammenzählen, kommt 17 hinaus. Und Gdi Nummer 17. Josef mit 17 Jahren wurde verkauft. Hat Gadia. Eine Ziege, die der Vater gekauft mit zwei Sus. Warum zwei Sus? Weil Jakob, warum war der ganze Hass von den Brüdern gegenüber Josef? Weil er ihnen, Josef hat angegeben Anzüge, aber Josef hatte gegeben einen Anzug mit zwei Streifen mehr, ein bisschen mehr gekostet, um zwei Münzen mehr gekostet. Deswegen sagt der Talmud, Shabbat Seite 10, Be'amarav Abar Machasi Amarav Chamar Bar Guria, Amarav, Leolam Al Yeshane Adam Beno Ben Abanim, du darfst nie unterscheiden zwischen deinen Kindern. Shebishvil Mishkal Shneslaim, wegen zwei Slaim, was Kleines, dass Jakob Josef mehr gegeben hat, haben die Brüder, waren eifersüchtig und ist dazu gekommen, dass das ganze Volk nachher nach Ägypten runtergekommen ist und wurde dort versklavt. Wegen was? Zwei Münzen mehr. Deswegen die Weisen erklären, Chad Gadia, dieses Zieglein, das ist Josef, der dorthin nach Ägypten überliefert wurde. Aber Gaon Mivilna erklärt das auf diese Art und Weise, aber ein bisschen anders. Er sagt, wenn es so ist, wenn mit der Ziege Josef gemeint ist, warum sagen wir zweimal Chad Gadia, ein Zieglein? Sondern er sagt, ein Zieglein, das Gott, das Vater gekauft hat mit zwei Sus, damit wird gemeint, Jakob Avinu hat den Segen von Yitzhak gekauft mit zwei Sachen, zwei Sus, was war das? Lechem und Ezeder Hashim, Brot und Linsensuppe. Mit Brot und Linsensuppe, zwei Münzen, hat Jakob Avinu gekauft, die Segen und die Erstgeburt. Chad Gadia, und deswegen sagt er, dass Jakob gekauft hat, den Segen mit zwei Sus. Was ist dann passiert? Und dann ist gekommen die Katze und hat diese Ziege gegessen. Wer ist diese Katze? Sagt der Gaon Mivilna, dass die Katze, das ist ein Tier, das sehr eifersüchtig ist.
sagt er, das eifersüchtigste Tier, ein sehr eifersüchtiges Tier, das ist die Katze. Damit wird gemeint, die Geschwister, die Brüder von Josef. Sie sind gekommen, die Brüder von Josef, und haben Josef gefressen, aber haben Josef nach Ägypten verkauft. Dann, in Ägypten ist gekommen nachher, Beata. Dann ist gekommen der Hund. Wer ist dieser Hund? Das ist Paro. Ist gekommen nachher der Hund, das ist Paro. Ist gekommen Paro und er hat nachher Josef zu sich genommen. Dann, das ist Paro, ja, und nachher ist gekommen der Stock und hat den Hund geschlagen. Wer ist dieser Stock, dieser Stab? Das ist der Stab von Moshe Rabbeinu, der nachher all diese Wunder gemacht hat, mit dem nachher Paro seine Schläge bekommen hat. Nachher ist gekommen das Feuer und hat den Stab verbrannt. Welches Feuer? Das ist das Feuer vom Beit HaMikdash, der zerstört wurde. Dieser Stab ist gegangen von Generation zu Generation bis Beit HaMikdash und dort wurde dieser Stab wurde zerstört. Nun, Stab ist jetzt Feuer. Was kommt nach Feuer? Wasser. Sagt der Gaon Mewilna, nach der Zerstörung des ersten Tempels ist ein Zeitalter gekommen, wo hauptsächlich die mündliche Tora, der ganze Talmud, die Mishnah, all das wurde verfasst in diesen Zeiten. Das ist dieses Wasser, das erlöscht hat das Feuer im Beit HaMikdash. Nachher das Wasser. Nach dem Wasser ist gekommen nachher. Und ja, ist nachher gekommen. Und dann. Dann ist gekommen nach dem Wasser, ist gekommen der Stier und hat das Wasser getrunken. Wer ist dieser Stier? Dieser Stier, das ist Edom. Weil Edom wird verglichen auch mit dem Stier. Ui, und dann kommt nachher Shochet, das ist Mashiach ben Yosef, und nachher kommt der Schlachtet, nachher kommt Malach HaMavet, das ist Kitzurosh, das ist nachher der Mashiach, der nachher kommen wird, wo? Nach dem der Shochet, der ist nachher schlachten wird, diesen Stier. Das bedeutet, wir sehen da, dass auch da bei diesem Chadgad, ja, das Ganze ist so gekommen. Warum? Weil im Endeffekt die Erlösung, die letzte Erlösung, sie hängt sehr viel von Josef ab und auch von seiner Eigenschaft. Welche Eigenschaft? Dass obwohl sie mir was Schlechtes angetan haben, ich habe keinen Hass gegen sie. Ich zerstöre den Hass, den es gibt von Esau. Alachai Esau von Jakob. Ich zerstöre es wie? Genau mit dem Gegenteil, indem ich den Nächsten liebe, so wie mich selbst, auch wenn er mir etwas Schlechtes angetan hat. Und dann bedankt dem Besonders Hashem, wir werden erlöst so schnell wie möglich von dieser Gelut. Baruch Adonai Olam. Amen. So, wir machen jetzt.